Terroristen, Amokläufer, Mafia-Bosse, Serienmörder. Russische Gerichte haben sie zur Höchststrafe verurteilt. Lebenslänglich. Das bedeutet hier tatsächlich bis zum Ende des Lebens. Sie sitzen alle auf der Feuerinsel ein, dem Eiland der Verdammten. Die Haftanstalt war zu Zarenzeiten jahrhundertelang ein Mönchskloster. Jetzt sitzen hier knapp 200 Schwerverbrecher ein. Einen Ausbruch hat es noch nie gegeben. Unsere Mauern sind 80 bis 150 Zentimeter dick. Man kann da nicht über Nacht ein Loch graben, ohne dass dies einer merkt. Wasser und Moor umschließen die Insel. Im Sommer steigen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad. Im Winter wird es bis zu minus 30 Grad kalt. Einige Gefangene des nordrussischen Hochsicherheitsgefängnisses würden lieber die Todesstrafe wählen, als weiter hier einzusitzen. Ich würde momentan den Tod durch Erschießen bevorzugen. Wofür lebe ich denn noch? Wer sich fügt, darf arbeiten. Ein bezahlter Job in der Knastnäherei gilt als Privileg. Wer nicht spurt, entkommt dem grauen Zellenalltag nur während des Hofgangs. In kleinen, menschenverachtenden Käfigen drehen sie ihre Runden. Und das bis zum Lebensende. Auf der Feuerinsel sind nur Männer inhaftiert, die ihre Taten aus besonders niedrigen Beweggründen und auf äußerst grausame Weise verübt haben. Nur 5. Zelle Nummer 8, Trakt 4, Hauptmann Demitschew, öffnen. Gefangener, Hände auf den Rücken. Juri Levanow, verurteilt nach den Paragraphen 105, 103, jeweils Absatz 2. Das Urteil wurde am 24.03.2016 gefällt. In der Zelle 8 leben 4 Insassen, 3 sind in der Arbeit. Drehen Sie sich zu mir. Guten Tag. Wir werden jetzt Ihre Zelle auf verbotene Gegenstände untersuchen. Keine verbotenen Gegenstände vorhanden. Mit dem Rücken zu mir. Wir legen Ihnen Handschellen an. Spitze und scharfe Gegenstände sind verboten. Sie könnten als Waffen oder Fluchtwerkzeuge benutzt werden. Kommen Sie raus, Gesicht zur Wand. Andere Seite. Verbotene Gegenstände am Mann? Nein. In den Paragraphen 105 und 103 des russischen Strafgesetzbuches geht es um Mord. Sexualmörder Levanow hat seine Freundin auf bestialische Weise getötet. Wachen kontrollieren Levanows Zelle. Sie suchen nach Dingen, die sich als Waffen oder Fluchtwerkzeuge benutzen lassen. Um Randale zu verhindern, seien alle größeren Gegenstände fixiert, sagt der stellvertretende Gefängnisleiter. Alles fest. Die Betten sind im Boden verschweißt.
In solchen Zellen sind immer vier oder drei Insassen untergebracht. Die Toilette ist der einzige Ort, an dem es Privatsphäre gibt. Sie ist auch fest im Boden verankert. Licht, Spülung, funktioniert. Die Gefangenen dürfen rauchen? Ja, die Ventilation sorgt dafür, dass der Rauch schnell verschwindet. Wir sehen übrigens alles, was die Männer in der Zelle tun. Videoüberwachung. Und über eine Sprechanlage stehen wir ohne persönliches Sicherheitsrisiko mit den Häftlingen in Kontakt. Vorwärts! Gehen Sie rein. Dann zu mir. Handschellen abnehmen. In dieser Zelle arbeiten normalerweise Psychologen und Profiler mit den Gefangenen. Sie erstellen Täterprofile zur Verbrechensprävention. Ich habe vergewaltigt und getötet. Und das besonders grausam. Was meinen Sie mit besonders grausam? Ich habe meine Freundin misshandelt. Wie soll ich das sagen? Ihre Organe habe ich auch verletzt. Was heißt das? Es ist mir peinlich, darüber zu reden. Was haben Sie getan? Ich habe ihr die Organe mit den bloßen Händen rausgerissen. Levanov hat schon mit 17 sein erstes Sexualverbrechen begangen. Levanov hat sich als Jugendlicher an einem 9-jährigen Mädchen vergangen. Er hat versucht, sie zu vergewaltigen. Sie war die Tochter der Lebensgefährtin seines Bruders. Bilder des russischen Fernsehens. Levanov muss wegen Kindesmisshandlung 4 Jahre in Haft. Wieder draußen begeht er in einem Garagenhof der zentralrussischen Stadt Saransk den Mord an Aljena Asorkina. Levanov lernt die 21-Jährige über das Internet kennen. Er lockt die junge Frau hierher, um mit ihr, wie er der Polizei sagt, sexuelle Experimente zu machen. Dann sei er plötzlich durchgedreht. Levanov zeigt den Beamten, wo und wie er den Mord begangen hat. Ich habe sie anfangs mehrmals ins Gesicht geschlagen. Warum? Fragt ein Polizist. Damit sie keinen Widerstand leistet. Dieses Polizeivideo hat vor Gericht Beweiskraft. Wir haben in einer Klinik ein psychiatrisches Gutachten erstellen lassen. Die Ärzte kamen zu dem Ergebnis, dass er während der Tat vollkommen zurechnungsfähig war. Das gilt auch für heute. Levanov bekommt für den Mord aus besonders niedrigen Beweggründen 23 Jahre Straflage. Die Staatsanwaltschaft geht in Berufung, fordert lebenslänglich und bekommt, was sie will.
Lebenslänglich bedeutet in Russland Haft, buchstäblich bis zum Tod. Rein theoretisch gibt es nach 25 Jahren die Chance, entlassen zu werden, wegen guter Führung oder mildernder Umstände. Darauf spekuliert Lewanow. Der Mörder erklärt während der Tatzeit nicht zurechnungsfähig gewesen zu sein. Er habe unter Drogeneinfluss gestanden. Ich habe schon während meiner ersten Haftstrafe Spice geraucht. Nachdem ich entlassen wurde, habe ich es öfter genommen. Es ist einfach ranzukommen. Dealer hinterlegen die Droge an einem verabredeten Ort. Eine Dosis kostet 1500 oder 2000 Rubel. Das synthetische Zeug verändert dich, macht dich aggressiv. Die Zeit beginnt zu rasen. Все становится более быстрым. 2000 Rubel sind rund 28 Euro. Begrenzte Zurechnungsfähigkeit, Reue, gute Führung. Das ist Lewanows Strategie, um vielleicht doch nach 25 Jahren die Feuerinsel verlassen zu können. Bisher ist noch niemand, der in Russland zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, wieder auf freien Fuß gekommen. Vieles wird später vom Gutachten der Psychologen abhängen. Die Ostrov Ogneni, zu Deutsch Feuerinsel, ist das älteste Hochsicherheitsgefängnis Russlands. Umgeben von dünn besiedelten Sumpfgebieten ragt das einstige orthodoxe Kloster aus dem Nov-Osera-See. Ähnlich wie Alcatraz aus der Bucht von San Francisco. Die Haftanstalt IK5 liegt rund 600 Kilometer nördlich von Moskau, inmitten des rund 12 Quadratkilometer großen Sees. Auf der Nachbarinsel Sladki, zu Deutsch Süß, wohnen vor allem Gefängniswärter. Viele von ihnen hausen immer noch in heruntergekommenen Sowjetholzbaracken. Am Nov-Osera-See scheint die Zeit stellenweise stehen geblieben zu sein. Der heilige Kirill errichtet im 16. Jahrhundert auf der Insel ein Kloster. Nachts brennen dort Fackeln. Die Bewohner der umliegenden Dörfer nennen das Eiland deshalb Feuerinsel. 1917 spült die Oktoberrevolution die überwiegend atheistischen Bolschewisten an die Macht. Sie vertreiben die Mönche, machen aus dem Kloster einen Gulag für Staatsfeinde. 1994 wird die Feuerinsel zum Hochsicherheitsgefängnis für Schwerverbrecher. Ein Ort ohne Rückkehr. Igor Daschkowski ist stellvertretender Gefängnisdirektor. 11 Jahre arbeitet er bereits auf der Feuerinsel. Daschkowski kennt das Eiland wie kaum ein anderer. Kontrollrundgang. Mehrmals täglich überprüfen Wächter Mauern und Zäune. Verbotszone. Betreten untersagt. Wir sind am Eingang der Vollzugsanstalt. Hinter den Mauern befinden sich 189 Männer. Jeder von ihnen wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Terroristen, Serienmörder, Triebtäter, Bandenbosse und Killer. Sie haben unterschiedliche Verbrechen begangen. Kommen Sie mit.
Gleich hinter dem Eingang ist der Verwaltungsbereich des Gefängnisses. Administration und Häftlingstrakt sind direkt nebeneinander, weil wir auf einer kleinen Insel sind. Früher, als das noch ein Kloster war, war hier Wasser. Boote sind durch das nördliche Tor direkt zur Christi-Wiederauferstehungskirche gefahren. Wir gehen in den Wohnbereich. Mit Wohnbereich meint Daschkowski die Hochsicherheitszellen in der ehemaligen Wiederauferstehungskirche. Kontrollpunkt 2. Häftlingstrakt. Der Wohnbereich ist relativ kompakt, vier Gebäude. Trakt 4 wurde vor 2 Jahren renoviert. Fundament und Mauern sind historisch. Das ist die einstige Klosterkirche Christi Wiederauferstehung. Hier rechts ist Trakt 1. Er wird renoviert. Alle Gebäude verfügen mittlerweile über fließendes Wasser und sind an die Kanalisation angeschlossen. Es gibt überall neue Überwachungskameras. Und vor kurzem haben wir ein Ventilationssystem eingebaut. Kommen Sie. Das Ventilationssystem macht es möglich, die Fenster während der warmen Jahreszeit zumindest teilweise geschlossen zu halten. Denn sobald der Schnee weg ist, fallen Mückenmassen aus den nahen Sümpfen über die Feuerinsel her. Im Sommer wird es bis zu 35 Grad heiß, im Winter fallen die Temperaturen auf bis zu minus 30 Grad. Genosse Oberstleutnant, keine besonderen Vorkommnisse. In diesem Trakt befinden sich 88 Gefangene. Bei 21 besteht Fluchtgefahr. Wir sind in Trakt 4, wie gesagt, vor 2 Jahren komplett renoviert. Bei den Rekonstruktionsarbeiten haben wir historische Fresken entdeckt und wiederhergestellt. Das ist Methode. Und eine Kyrill-Freske ist auch noch erhalten. Warum hat man damals aus einem Kloster ein Gefängnis gemacht? Das hat sich angeboten. Wegen der Insellage. Wasser ist eine perfekte Fluchtbarriere. Bisher gab es nicht einen ernsthaften Fluchtversuch, weil jenseits des Sees Sümpfe und Wälder sind. Keiner weiß, in welche Richtung er laufen soll. Unsere Klostermauern sind 80 bis 150 Zentimeter dick. Da versuch mal über Nacht ein Loch zu graben, ohne dass das einer merkt. Unrealistisch. In jedem Trakt gibt es wie hier mindestens ein Bad. Die Insassen einer Zelle gehen gemeinsam zum Duschen. Also 3 oder 4 Mann. Wenn sie fertig sind, kommt die nächste Zelle dran. Eine nach der anderen. Aus Sicherheitsgründen.
Die Boiler liefern warmes Wasser. In diesem Gebäude sind 45 lebenslängliche. Jeder duscht zweimal pro Woche. Gibt es hier auch Videoüberwachung? Nein, hier gilt Privatsphäre. Die Wache verriegelt diese Tür, kontrolliert alles über das Sichtfenster. Videoüberwachung ist im Bad per Gesetz verboten. Das ist unser Sanitätsbereich. Der Leiter, Viktor Sergejewitsch. Links und rechts sind Behandlungsräume. Der Isolationsraum. Wenn einer eine Infektionskrankheit hat, kommt er in diese Zelle, damit er die anderen nicht ansteckt. Wir können auch Zahnprobleme behandeln. Einmal im Monat kommt der Arzt, notfalls auch öfter. Und wenn Häftlinge eine Spritze brauchen oder an den Tropf gehängt werden müssen, passiert das in diesem Raum. Die Feuerinsel. Ein nahezu autarkes Hochsicherheitsgefängnis in absoluter Einöde. Nur Lebensmittel müssen geliefert werden. Es gibt sogar eine Näherei. Sie steht auf alten russisch-orthodoxen Gräbern. In dem Mönchskloster gab es natürlich auch einen Friedhof. Als wir die Näherei gebaut haben, wurde dieser Grabstein gefunden. Oberstleutnant Dmitri Timoschin, gestorben am 10. Dezember 1858. Zellen für Schwerverbrecher in der Christi-Wiederauferstehungskirche. Fresken im Computerraum der Vollzugsanstalt. Der Gründer des Klosters, Kirill Novoserski. Viele einst atheistische Gefangene suchen mittlerweile Trost im russisch-orthodoxen Glauben. Der Mörder Michail Bucharow hat seinen Weg zur Religion in Tätowierungen festgehalten. Er hatte einen Bekannten mit 48 Messerstichen buchstäblich zerstückelt. Aus Angst, dass der Bekannte nach einem Raubüberfall Anzeige gegen ihn erstattet. Sehen Sie, in wessen Händen dieses Wesen ist? Des Teufels. Ja, des Teufels oder des Bösen. Wie hängt diese Tätowierung mit Gott zusammen? Gar nicht. Ich habe sie gemacht, bevor ich zu Gott gefunden habe. Und wann kamen Sie zum Glauben? 3 Jahre nach der Rückentätowierung. Sind Sie dieser Gefangene? Ja, über mir ist Gott, der uns Sündern vergibt. Heute sind Sie tatsächlich gläubig? Ja. Sie haben also im Gefängnis zu Gott gefunden? Ja, nach dem Urteil. Tod durch Erschießen. Wann war das? 1994. Warum wurde das Urteil nicht vollstreckt? Weil das Todesstrafenmoratorium kam. Wann? Ich glaube 1994. Aha. Das Todesurteil hat Sie also bekehrt? Ja. Thank you.
Und Sie sind mittlerweile für die Wiedereinführung der Todesstrafe? Ich würde im Moment lieber erschossen werden. Was soll ich hier? Wofür lebe ich denn noch? Es gibt doch die Chance auf Bewährung nach 25 Jahren. Welche Chance? Alles nur Theorie. Hier sitzen Leute schon 30 Jahre. Keiner kommt lebend raus. Bucharow glaubt, die Feuerinsel nur im Sarg zu verlassen, weil er besonders brutal gemordet hat. Die 48 Messerstiche seien sein Todesurteil auf Raten. Sieben Uhr morgens. Die Frühschicht übernimmt. Wieder Kontrollgänge. Wieder werden Zäune und Mauern gecheckt. Auch in der Anstaltsnäherei beginnt der Arbeitstag. Die Gefangenen nähen freiwillig. Der Job ein Privileg. Wer hofft, nach 25 Jahren rauszukommen, versucht, eine der wenigen Nähmaschinen zu ergattern. Geld verdienen für ein Leben in Freiheit. Sexualmörder Levanov glaubt fest daran, das Eiland eines Tages Leben zu verlassen. Er lässt die strengen Sicherheitsmaßnahmen stoisch über sich ergehen. Die Männer produzieren Schwimmwesten, Souvenirs und Arbeitskleidung für eine Moskauer Privatfirma. Etwa 100 Euro im Monat sind der Spitzenverdienst auf der Gefängnisinsel. Das sind die Dinge, die hier gefertigt werden. Souvenirs, Schwimmwesten, auch für Kinder. Arbeitskleidung für medizinisches Personal, Bauarbeiter, Sicherheitskräfte, Schweißer. Gefüttert für den Winter. Rucksäcke. Was machen die Gefangenen mit dem Geld? Es wird nach dem Leistungsprinzip bezahlt. Sie können Geld zurücklegen oder sich über unser Geschäft Lebensmittel kaufen. Oder sie schicken es an Verwandte. Manche Gefangene wie Levanov leisten gegenüber Angehörigen ihrer Opfer auch sogenannte Kompensationszahlungen. Ich muss aufgrund einer Klage Schadensersatz bezahlen. Wer hat geklagt? Die Mutter der Ermordeten. Wie viel überweisen Sie? Je nach Verdienst 2.000 bis 3.000. Rubel? Ja. Jeden Monat? Ja. Wie lange noch? 10 bis 15 Jahre. Wie hoch ist die Gesamtsumme? 2 Millionen Rubel. 2 Millionen Rubel sind umgerechnet rund 28.600 Euro. Nach der Arbeit geht es zum Hofgang. Jeden Tag sind 2 Stunden erlaubt. Diese Möglichkeit nutzen jedoch nur wenige in vollem Umfang. Im Winter bläst auf dem Novosera-See meist ein eisiger Wind. Im Sommer attackieren unzählige Mücken die Gefangenen. Der Hofgang findet in diesen kleinen, rostigen Boxen statt.
Mehr Bewegungsfreiheit gibt es nicht. Menschenunwürdige Verhältnisse. Pro Käfig ein Gefangener. Vorwärts, an die Wand. Gehen Sie rein. Die meisten Beamten kennen die Verbrechen der Insassen grob. Mit den Details befassen sie sich weniger. Selbstschutz, um seelisch nicht völlig zu verrohen. Für die Verbrechensanalyse sind Psychologen zuständig. Sie sagen auch, ob ein lebenslänglicher theoretisch reif wäre, nach 25 Jahren Bewährung zu bekommen. Ich halte mich da weitgehend raus. Sonst würde ich von all dem Schmutz verrückt werden. Viele Morde sind einfach nur barbarisch. Tageslicht. Ein paar Schritte ohne Handschellen. Keine störenden Zellennachbarn. Sexualmörder Levanov versucht, sich mit positiven Gedanken mental am Leben zu halten. Lebenslänglich hat nichts mit dem Ende des Lebens zu tun. Jeder Mensch lebt, lernt, arbeitet und versucht, trotz vieler Widrigkeiten neue Kapitel aufzuschlagen. Würde Ihnen die Todesstrafe nicht viel ersparen? Nein. Auch in so einer Lage wollen längst nicht alle Menschen sterben. Ich hänge an meinem Leben. Mörder wie Levanov haben wegen der Brutalität ihrer Verbrechen klar eine rote Linie überschritten, kritisiert der stellvertretende Gefängnisleiter. Als Mensch bin ich dafür, dass er für den bestialischen Mord an seiner Freundin hingerichtet wird. Als Beamter bin ich gegen die Todesstrafe. Denn als Lebenslänglicher wird er jeden Tag, jede Minute mit seinem Verbrechen konfrontiert. Nach heutiger Praxis bis zum Ende seiner Tage. Kommen Sie raus. Verbotene Gegenstände am Mann? Nein. Lebenslänglich halten viele Beamte für die härtere Strafe als den Tod. Diese Männer glauben nicht, dass Levanov jemals rauskommt. Reue und Einsicht seien gespielt. Jede Aktion und Reaktion präzise darauf ausgerichtet, sich nach 25 Jahren aus der Verantwortung zu stehlen. Die Angehörigen des Sexualmörders sehen die Lage offensichtlich ähnlich. Keiner will irgendetwas mit Levanov zu tun haben. Kontakt wäre durchaus möglich. Sogar persönliche Treffen zwischen engen Verwandten und Häftlingen sind auf der Feuerinsel drin. Bedingung: Die Gefängnisleitung darf keine Sicherheitsbedenken haben. Nur wer sich gut führt, kann also mit einer Besuchserlaubnis rechnen. Für die Treffen gibt es in dem ehemaligen Mönchskloster spezielle kleine Wohnungen. Учреждение имеет.
Wir haben zwei Unterkünfte, in denen sich Insassen und ihre Angehörigen treffen können. In den ersten 10 Haftjahren einmal pro Jahr für 3 Tage. Danach gibt es bei guter Führung 2 solcher Besuchstermine im Jahr. Das Kinderzimmer. Es dürfen maximal 2 Erwachsene und 1 Kind zu Besuch kommen. Sie müssen Papiere vorweisen, die zeigen, dass sie enge Verwandte sind. Die Küche. Da hinten sind die Toilette und Dusche. Wie können Sie garantieren, dass ein Lebenslänglicher seiner Frau oder seinen Eltern nichts antut? Wir können gar nichts garantieren. Deswegen wird jeder Häftling, bevor es zu einem Treffen kommt, genau unter die Lupe genommen. Wenn wir glauben, dass es keine Probleme geben wird, gibt es grünes Licht. Gab es schon Zwischenfälle? Nein, die Straftäter haben doch genug Hirn. Schließlich handelt es sich bei den Besuchern um ihre Frauen, Eltern, Kinder. Wir schauen uns im Genehmigungsverfahren auch den Briefverkehr an. Wir achten darauf, dass es keine Beleidigungen gibt. Wir kontrollieren alles. In Russland gibt es neben der Feuerinsel 5 weitere Hochsicherheitsgefängnisse. In ihnen verbüßen knapp 2000 Männer lebenslange Haftstrafen. Hochsicherheitsgefängnisse unterscheiden sich stark von den weit verbreiteten Straflagern. Dieses liegt etwa 1000 Kilometer südöstlich der Feuerinsel in Javas, der Teilrepublik Mordowien. Wir betreten jetzt ein Lager, in dem nur ehemalige Staatsbeamte inhaftiert sind. Gefängnischef Schaljew führt durch das Straflager. Türen öffnen. In Straflagern sitzen etwas weniger schwere Jungs als in Hochsicherheitsgefängnissen. Die Bewegungsfreiheit ist wesentlich größer. Die Männer leben in sogenannten Baracken, nicht in Zellen. Auch sie haben teils schwere Verbrechen begangen. Viktor Saljew, ehemaliger Polizist, ist wegen zweifachen Mordes hier. Er war Mitglied eines Mafia-Clans. Das Urteil: 17 Jahre Haft. Was haben Sie getan? Ich habe keinen normalen Bürger getötet. Es waren Mitglieder einer anderen Bande. Was haben Sie mit ihnen gemacht? Erschossen. Erschossen. Insgesamt sind in russischen Straflagern rund 650.000 Männer inhaftiert. Morgenappell. Die Lagerleitung lässt mehrmals am Tag kontrollieren, ob noch alle Häftlinge da sind. Fluchtversuche seien hier, im Gegensatz zu Hochsicherheitsgefängnissen wie der Feuerinsel, keine Seltenheit. Manche graben Tunnel. Andere wollen sich mit Lagerfahrzeugen den Weg nach draußen freirammen. Es gibt unzählige Geschichten. Der Tagesablauf ist streng reglementiert. Frühstück, arbeiten. Mittagessen, wieder arbeiten. Abendessen, Freizeit, Nachtruhe. In den Lagern verlaufen die Tage ähnlich wie in den Hochsicherheitsgefängnissen. Die Essensbaracke. Häftlinge backen und kochen für Häftlinge. In den meisten russischen Straflagern herrscht ein Kastensystem.
Zur obersten gehören die Verbrecherbosse. In der zweiten Kaste sind gewöhnliche Kriminelle, wie Saljew. Beide Gruppen meiden die unterste Kaste, Spitzel der Gefängnisleitung und Homosexuelle. Gibt es bei Ihnen auch das Kastensystem? Eine Hierarchie? Ich esse auf, dann antworte ich Ihnen. Nein, bei uns gibt es keine Kasten. Alle sind gleich? Jeder kann auch sitzen, wo er will? Ja, klar, jeder. Wo er will. Ob diese Antwort stimmt, ist schwer zu sagen. Westliche Kamerateams haben in den Gefängnissen nicht genug Zeit, um den Männern auf den Zahn zu fühlen. Wir sind jetzt im sogenannten Industriegebiet. Hier gibt es eine Näherei und eine Nudelfabrik. Wir bauen auch Gemüse an. An wen verkaufen Sie? Die Lebensmittel bleiben hier. Die Textilien gehen an die Auftraggeber, Privatfirmen. Die Nudelproduktion des Straflagers in Jawas. Auch hier eine Parallele zu den Hochsicherheitsgefängnissen. Arbeiten darf nur, wer sich gut führt. Wer nicht spurt, ist zum Rumsitzen verdammt. Ich arbeite gern. Die Zeit vergeht schneller. Was bringt die Arbeit noch? Arbeit bedeutet gute Führung. Gute Führung kann Bewährung bedeuten. Vorzeitige Entlassung? In Straflagern absolut realistisch. In Hochsicherheitsgefängnissen wegen der hohen Gefahr für die Bevölkerung bisher nicht. Nach der Schicht geht es zurück in die Wohnbaracken. Die Gefangenen dürfen keine spitzen Gegenstände mitnehmen. Nur wer sich bedingungslos unterwirft, kann darauf hoffen, diese Hölle vorzeitig zu verlassen. Zurück zur Feuerinsel auf dem Nov-Ossera-See in Nordrussland. Ein paar Gefangene müssen keine lebenslange Haftstrafe verbüßen. Dealer, Diebe, Schutzgelderpresser. Sie versorgen die Lebenslänglichen. Wir haben unsere eigene Bäckerei. Wir backen hier Brot für die Insassen und für den Verkauf. Die Kamera beschlägt wegen des starken Temperaturunterschieds. Draußen minus 17, drinnen um die plus 20 Grad. Etwas weniger gefährliche Gefangene backen und kochen für die ganz schweren Jungs. Das ist unsere Küche. Hier wird das Essen für die Lebenslänglichen gemacht. Zeig mal her. Guten Tag. Suppe, Thunfischsalat, Fleisch. Schwer zu sagen, ob die Lebenslänglichen von ihren Mitgefangenen heute eine Art Festmahl bekommen, weil ein westliches Kamerateam da ist. Um Personalkosten zu sparen, werden Häftlinge in russischen Gefängnissen umfassend eingesetzt. Köche, Bäcker,
Heizer, Elektriker, Schweißer. Die Liste der Jobs ist lang. Wir haben hier 53 Gefangene, die das Hochsicherheitsgefängnis am Laufen halten. Gefangene dürfen natürlich nur in Bereichen arbeiten, die nicht sicherheitsrelevant sind. Die, die hier lebenslänglich sitzen, bekommen ihr Essen dreimal täglich in ihre Zellen gebracht. Sie gemeinsam in einen Speisesaal zu bringen, kommt nicht in Frage. Es wäre zu gefährlich. Viele, die auf der Feuerinsel eingesperrt sind, glauben nicht an Bewährung nach 25 Jahren, haben also nichts zu verlieren. Sie könnten Wachen oder Mitgefangene attackieren oder versuchen, Geiseln zu nehmen, um ihre Freiheit zu erpressen. Einige Männer sind mit der Größe der Portionen nicht zufrieden. Leg noch Fleisch drauf. Was ist los? Ich möchte noch Fleisch. Nimm deinen Teller. Soll ich es nochmal sagen? Ich will keine Nudeln mehr. Was? Keine Nudeln mehr. Einige Lebenslängliche schreiben gerne Beschwerden an die Staatsanwaltschaft, dass man sie schlecht behandelt oder ihnen Hygieneartikel nicht aushändigt. Alles gelogen. Ihnen ist langweilig, sie suchen Aufmerksamkeit. Die meisten lassen den Beschwerdeunsinn aber. Westliche und russische Menschenrechtsorganisationen sind da anderer Meinung. Laut Human Rights Watch und Memorial herrschen im russischen Vollzug Willkür und Gewalt. Das Kamerateam kann solche Zustände nicht bezeugen. Allerdings dürfen in Gegenwart westlicher Journalisten nur handverlesene Männer wie Lewanow reden. Er verliert kein kritisches Wort. Der Sexualmörder weiß genau, dass er seine geringe Hoffnung auf Bewährung sonst ganz aufgeben müsste. Woran denken Sie am häufigsten? An die vorzeitige Entlassung. Wann könnten Sie hier frühestens rauskommen? Bewährung nach 25 Jahren. Worauf kommt es am meisten an? Gute Führung. Aber das mit den 25 Jahren hat doch noch nie geklappt, oder? Ich weiß es nicht. Ehrlich. Ihre Hoffnung ist ungebrochen. Ja, ich habe weiter Hoffnung. Rein in die Zelle. Zu mir. Gefangener Lewanow. Totale Unterwerfung. Keine Widerworte. Bloß keinen Fehler machen. Juri Lewanow kennt die Spielregeln, die zu einer Entlassung auf Bewährung führen können, aus eigener Erfahrung. Bei seiner ersten Haftstrafe wegen Kindesmissbrauchs hat die Strategie gute Führung funktioniert. Doch zwischen damals und heute gibt es einen entscheidenden Unterschied. Früher saß Lewanow in einem gewöhnlichen Straflager ein. Heute befindet er sich als Lebenslänglicher wegen Mordes aus besonders niedrigen Beweggründen
auf der Insel der Verdammten.